möchte ein Stück vorlesen aus dem dritten Teil der Holy-Fort-Trilogie, was man eigentlich auch ganz gut verstehen kann, ohne dass man die gesamten Zusammenhänge kennt. Ich brauche nicht sehr viel vorauserzählen. Der Arovan, der ja so neben den beiden jugendlichen Hauptfiguren als Erwachsene so die dritte Hauptperson dieser Trilogie ist, der Arovan ist zum Anfang im ersten Teil einer der führenden Ritter dieser Ritterbruderschaft, der zum Oberhaupt der Gemeinde Holy-Fort aufsteigt, die ja dann zu einer Gemeinde von so ein paar hundert Leuten ist, die so ein bisschen ein Eigenleben führen. Über diese Gemeinde macht eine gänzige Journalistin einen sehr negativen Fernsehbericht, was den Gouverneur, also den praktisch den Ministerpräsident dieses Staates, in dem Holy-Fort und Seppuku sich befinden, was den Mann dazu veranlasst, weil auch gerade Wahlen vor der Tür stehen, gegen diese Gemeinde vorzugehen, und die machen denen also ziemliche Schwierigkeiten. Denen der Fernsehsender wird verboten, die dürfen also nicht weiter senden. Sie müssen sich einer Kommission stellen. Arovan wandert sogar für einige Zeit ins Gefängnis. Und erst ganz am Ende des Buchs begegnen sich diese beiden. Arovan, der oberste Hüter der Gemeinde Holy-Fort, und Gouverneur Magnus Lovelig, der, ich bin mal gefragt worden, ob ich da so ein bisschen den Edmund Stoiber als Vorbild für diese Person des Lovelig hatte, sagte ich nicht bewusst, aber unbewusst hat man da vielleicht, arbeitet man vielleicht den Ministerpräsidenten des eigenen Bundeslandes da ein bisschen mit hinein. Ich erinnere mich, dass Sie einmal von der jahrtausendlang praktizierten Trennung zwischen weltlicher und geistlicher Macht sprachen, begann Magnus Lovelig das Gespräch mit dem Oberhaupt der Gemeinde Holy-Fort. Im Empfangsraum der Staatskanzlei saßen dem Gouverneur, Arovan, Irigur und Ingmar gegenüber. Die Irigur ist Arovans Assistentin, der Ingmar ist der Sohn des Gouverneurs, und weil sich der Ingmar in die Irigur verliebt hat, schafft er es dann, seinen Vater und den Arovan eben zu diesem Gespräch zusammenzubringen. In den frühen Kulturen der Menschheit, sagte Arovan, hatte jeder Stamm einen Häuptling, einen Medizin und einen Medizinmann, Schamanen oder Oberpriester. Der Häuptling war der weltliche Herrscher, der meist vom Ältestenrat oder auch vom ganzen Stamm gewählt wurde. Der Schamane oder Oberpriester wurde entweder von seinem Vorgänger zu dessen Nachfolger bestimmt oder von anderen Priestern gewählt. Ähnlich war es dann im Mittelalter. Es gab Kaiser, Könige, Herzöge und andere weltliche Fürsten auf der einen Seite und den Papst, die Bischöfe und Priester auf der anderen Seite. Die weltliche und die geistliche Macht kontrollierten sich gegenseitig, wobei die geistliche Macht meist stärker war. Ein Häuptling, der sich mit seinem Medizinmann anlegte, war meist nicht mehr lange Häuptling. Mehrere Kaiser im Mittelalter wurden vom Papst mit einem Bann belegt und mussten Buße tun, um ihre Macht zu behalten. Sie haben bestimmt von dem Gang nach Canossa gehört. Ich kenne diese Geschichte, unterbrach Gouverneur Lovelig den obersten Hüter. Und ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist wie damals. Kann ich gut verstehen, schmunzelte Arovan. Welcher moderne Politiker kriecht schon gern zu Kreuze, obwohl es einige durchaus nötig hätten, Anwesende natürlich ausgenommen. Sie denken also, dass wir Politiker so etwas wie einen geistlichen Beistand brauchen? Jeder Mensch braucht das, was Sie geistlichen Beistand nennen. Und aufgrund der Verantwortung, die Politiker für ihre Mitmenschen tragen, brauchen Sie ihn in besonderer Weise. Leute wie ich brauchen diesen Beistand übrigens ebenso dringend. Darum treffe ich nie eine Entscheidung, ohne mich vorher mit meinem Hüterkollegen zu beraten. Wie Sie vermutlich wissen, gehören zu den sieben Hütern von Seppuku drei Wesen, die keine Menschen sind und darum auch nicht an den allzu menschlichen Fehlern leiden. Hapo, mein wichtigster Ratgeber, ist ein rein geistiges Wesen, das in engem Kontakt zu Gott steht. Sie sprechen sehr oft von Gott, also die Lovelig. Ich glaube durchaus, dass es Gott gibt, so wie die meisten Menschen an ein höheres Wesen glauben. Aber jeder hat eine andere Vorstellung von Gott. Können Sie mir Gott erklären? Lassen Sie mich Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, bat Arovan. Ich wusste, dass er das tun würde, flüsterte Ingmar Irigur zu. Bin gespannt, was er erzählt. Mir ist bekannt, dass Sie ein großer Geschichtenerzähler sind, äußerte der Gouverneur. Aber machen Sie es bitte kurz. Ich habe nicht viel Zeit. Meine Amtsgeschäfte können bestimmt ein klein wenig warten, vollendete Arovan den Satz. Vielleicht wird die Geschichte, die ich Ihnen erzähle, einiges an der Auffassung ändern, die Sie von Ihrem Wohnamte haben. Der Hirte und der König. In einem fremden Land lebte einst ein König, tausendmal mächtiger als Sie, Herr Gouverneur. Doch trotz seiner Macht befiel ihm am Ende seines Lebens die Schwermut und er sprach: Ich habe in meinem Leben alles erlebt, vernommen und geschaut, was ein Sterblicher mit seinen Sinnen erfassen kann. Nur Gott bin ich nie begegnet. Ich wünsche ihn zu sehen. Und so befahl er seinen Ministern, Weisen und Priestern, ihm Gott zu zeigen. Und er drohte ihnen die schwersten Strafen an, wenn sie es nicht vermochten. Doch als die Frist, die der König ihnen gesetzt hatte, abgelaufen war, blieb der Mund der Minister, Weisen und Priester stumm. Und der König war in seinem Zorn bereit, das Todesurteil über sie zu fällen. Da kam ein Hirte vom Feld, der den Befehl des Herrschers vernommen hatte, und er sagte: Gestatte mir, dass ich deinen Wunsch erfülle. Gut, entgegnete der König, aber bedenke, es geht um deinen Kopf. Der Hirte führte den König auf einen freien Platz, wies auf die Sonne und forderte ihn auf: Schau hin. Der König erhob sein Haupt und wollte in die Sonne blicken, aber der Glanz blendete seine Augen.
Willst du, dass ich mein Augenlicht verliere? Fuhr er den dritten an. Majestät, das ist nur ein kleines Ding der Schöpfung, ein kleiner Abglanz der Größe Gottes, ein kleines Fünkchen seines strahlenden Feuers. Wie willst du mit deinen schwachen, tränenden Augen dort schauen? Suche ihn in anderen Augen. Der Einfall gefiel dem König und er sprach zu den Hirten: Ich erkenne deinen Geist und sehe die Größe deiner Seele. Also beantworte mir eine zweite Frage. Was war vor Gott? Nach einigem Überlegen meinte der Hirte: So nehme nicht wegen meiner Bitte, aber beginne zu zählen. Der König begann: 1, 2, 3, nein, unterbrach der Hirte nicht so. Beginne mit dem, was vor eins kommt. Wie kann ich das vor eins? Gibt es doch nichts. Weise gesprochen, Herr. Auch vor Gott gibt es nichts. Diese Antwort gefiel dem König noch weit besser als die vorhergehende. Ich werde dich reich beschenken, sagte er, aber vorher beantworte mir eine dritte Frage. Was macht Gott? Haroban hielt inne und sah Magnus Lovelig direkt in die Augen. Na, was meinen Sie, Herr Gouverneur? Was hat der Hirte seinem König geantwortet? Lovelig überlegte, er wird gesagt haben, der Mensch denkt und Gott lenkt, oder so etwas in dieser Art. Sie sind doch der Meinung, dass Gott das Geschick der Menschen lenkt, nicht wahr, Haroban? Gott lenkt das Geschick der Menschen. Derer, die zu denken glauben, und derer, die weder denken noch glauben, erwiderte Haroban ruhig. Aber er tut noch mehr. Hören Sie zu, Herr Gouverneur, wie die Geschichte weitergeht. Der Hirte spürte, dass das Herz des Königs weich geworden war. Dem obersten Hüter fiel auf, dass Magnus Lovelig ein wenig zusammenzuckte, und so ergänzte er: Damit Sie mich nicht falsch verstehen, Herr Gouverneur, das gehört zu der Erzählung des berühmten russischen Schriftstellers Leo Tolstoi und hat mit heute lebenden Personen nichts zu tun. Der Hirte bemerkte also, wie der König zusammenzuckte und sagte: Bevor ich die Frage beantworte, was Gott macht, lass uns für ein Weilchen die Kleider tauschen. Tatsächlich legte der König die Zeichen seiner Königswürde ab und kleidete damit den Hirten ein. Sich selbst zog er den unscheinbaren Hirtenrock an und hängte sich die Hirtentasche um. Der Hirte setzte sich auf den Thron, ergriff das Zepter und wies damit auf den vor den Thronstufen stehenden König. Siehst du, das macht Gott. Die einen hebt auf den Thron, die anderen lässt er heruntersteigen. Dann zog der Hirte wieder seine eigenen Kleider an, der König aber stand ganz versonnen da. Das letzte Wort dieses einfachen Hirten brannte in seiner Seele. Und plötzlich begriff er, und unter dem sichtbaren Zeichen der Freude sprach er: Jetzt schaue ich Gott. Die Ersten werden die Letzten sein, flüsterte Billigur ihm mal zu. Die Letzten werden die Ersten sein. Magnus Lovelig sah Haroban minutenlang schweigend an. Dann meinte er: Sie sind ein glücklicher Mann, Haroban. Ich überlege, ob ich wirklich einmal mit Ihnen die Rolle tauschen soll. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, lächelte Haroban. Ich würde nie mit Ihnen tauschen. Sie können Gesetze erlassen, Steuern erhöhen oder senken, je nachdem, ob Wahlen vor der Tür stehen oder nicht. Sie können anordnen, dass ein TV-Sender verboten wird oder eine Gemeinde aufgelöst wird. Aber den Lauf der Dinge im Universum können Sie nicht ändern. Und die Herzen der Menschen mit Licht und Wärme füllen können Sie auch nicht. Schließlich, wenn Ihre Amtszeit zu Ende ist, übernimmt ein Nachfolger Ihren Posten und macht die Hälfte von dem, was Sie geschaffen haben, wieder rückgängig. Sie glauben nicht, dass Politik etwas bewirken kann? Fragte der Gouverneur. Doch, doch, sicher bewirkt sie etwas, aber nur für kurze Zeit. Keines der großen Weltreiche hatte Bestand, alle gingen sie früher oder später zugrunde. Geblieben sind die Worte der Hirten. Jesus, Mohammed, Moses, Buddha, Zarathustra, Konfuzius. Sie überdauerten die Zeitalter, sie sind heute immer noch aktuell. Sind Sie der Meinung, dass die Hirten bessere Könige wären? Die meisten Hirten wollen gar keine Könige sein. Aber ein König, der ein kleines bisschen von einem Hirten hat, wäre bestimmt nicht schlecht. Sie sind wahrlich ein Meister der indirekten Anspielung, äußerte Magnus Lovelig. Sie wollen mir doch zu verstehen geben, dass ich kein besonders guter Gouverneur bin. Keineswegs, erwiderte Haroban. Außerdem ist meine Meinung ziemlich unerheblich. Wenn Gott gewollt hätte, dass Sie Ihr Amt verlieren, hätte er Sie längst abgerufen, auf die eine oder andere Art. Ich denke, es ist ganz in Ordnung, dass Sie unser Gouverneur sind. Diese Worte aus dem Mund eines Mannes, dessen Lebenswerk ich beinahe vernichtet hätte, beschämen mich, antwortete Magnus Lovelig. Das sollten Sie nicht, Vater, erklärte ihm mal. Du solltest begreifen, dass Haroban dein Freund ist. Du bist der weltliche Herrscher, er kann der geistliche Führer an deiner Seite sein. Lasst mir bitte Zeit für mein Urteil, bat der Gouverneur. Ich muss über vieles nachdenken. Ich möchte noch
nochmal ein kleines Stückchen, diesmal aus einem Buch, was mehr für die ältere Altersgruppe ist, vorlesen aus dem Wort von Skinner. Wer mit dem Namen Skinner nichts anfangen kann, ist es wahrscheinlich neben Sigmund Freud der bedeutendste aller Psychologen, Mitbegründer der Verhaltenspsychologie, der Begründer der Verstärkungstheorie und des programmierten Lernens. Was viele nicht wissen, selbst Psychologen nicht wissen, ist, dass Skinner auch einen Roman geschrieben hat, eine Sozialutopie, Walden Foo. Einige kennen vielleicht den Begriff Walden von Henry David Thoreau, diesem amerikanischen Philosophen. Ein Buch aus Amerika, zumindest vom Namen her jeder kennt, Walden. Dieser Thoreau war ursprünglich Lehrer, der mal sein Büro an den Nagel gehängt hat, sich am Waldensee bei Boston eine Hütte gebaut hat und 2 Jahre in der Hütte völlig unabhängig von der restlichen Welt gelebt hat. 100 Jahre später hat Skinner sein Buch geschrieben und er nannte es Walden Foo und sagte, das ist das Gleiche, was der Thoreau gemacht hat, bloß für eine Gruppe von Leuten. Das ist also auch so ähnlich wie bei Holyford, so eine Gemeinde von ein paar hundert Leuten, die irgendwo innerhalb der USA eben einen Gigant erworben haben und dort eine weitgehend autonome Autarkiegesellschaft errichtet haben. 6 Besucherfahrten nach Walden Foo und nur um die wichtigsten zu nennen, es ist der Erzähler dieses Romans Burris, ein Psychologieprofessor. Dann ein Mann namens Castle, ein Philosophieprofessor, der zum Gegenspieler von Frazier wird. Frazier ist der Leiter und Gründer von Walden Foo. Und ich lese eine Stelle vor, die für mich sehr, sehr wichtig ist, vielleicht die Schlüsselstelle oder eine der Schlüsselstellen des ganzen Romans. Und erkläre dann auch, warum ich es gerade an dieser Stelle lese. Es ist ein Gespräch zwischen dem Frazier, also wie gesagt, das ist der Leiter und Gründer dieser Gemeinde, und seinem schärfsten Kritiker, dem Professor Castle. Mr. Castle, sagte Frazier mit großem Ernst. Lassen Sie mich eine Frage stellen. Ich warne Sie, es ist die erschreckendste Frage Ihres Lebens. Was würden Sie tun, wenn Sie im Besitz einer wirkungsvollen Verhaltenswissenschaft wären? Angenommen, Sie hätten eine Möglichkeit gefunden, das Verhalten der Menschen so zu lenken, wie Sie es wünschen. Was würden Sie tun? Was würde ich tun? Überlegte Castle. Ich würde Ihre Verhaltenswissenschaft im Ozean versenken. Warum den Menschen alle Hilfe verweigern, die sie ihnen geben könnten? Ja, und ihnen die Freiheit geben, die sie sonst für immer verlieren würden. Wie können Sie den Menschen Freiheit geben? Indem ich darauf verzichte, sie zu lenken. Damit würden Sie doch die Lenkung lediglich anderen überlassen. Wem? Den Scharlatanen, den Demagogen, den Geschäftemachern, den Watzenbeschwörern, den Gangstern, den Betrügern, den Gurus, all denen, die im Besitz der Techniken der Verhaltenssteuerung sind. Aber ein guter Teil der Kontrolle würde auch in den Händen des Individuums bleiben. Das ist nur eine Vermutung und Ihre einzige Hoffnung. Es ist Ihre einzige Chance, den Konsequenzen der Verhaltenswissenschaft zu entgehen. Wenn der Mensch frei ist, ist eine Verhaltenssteuerung unmöglich. Aber ich bitte Sie, auch über die andere Möglichkeit nachzudenken. Dann lautet meine Antwort, dass Ihre Vermutungen den Tatsachen widersprechen und jede Überlegung überflüssig ist. Ach so, und Ihre gegen mich erhobenen Anschuldigungen, die bezogen sich auf Ihre Absicht, nicht auf eine mögliche Verwirklichung. Frazier seufzte dramatisch. Es ist wirklich ein bisschen spät, jetzt noch beweisen zu müssen, dass die Verhaltenswissenschaft große Fortschritte gemacht hat. Wie können Sie das leugnen? Viele Ihrer Methoden und Techniken sind so alt wie die Berge. Denken Sie an Ihren fürchterlichen Missbrauch in den Händen der Nazis. Und was ist mit den Techniken der psychiatrischen Kliniken, der Erziehung, der Politik, der Werbung und Geschäftemacherei? Nehmen Sie das alles zusammen und Sie haben eine Faustregel für eine weitreichende Machtausübung. Nein, Mr. Castle, die Verhaltenswissenschaft existiert. Aber Ihre Techniken und Methoden liegen in den falschen Händen. Sie werden in einer Welt des Konkurrenzkampfs zu persönlichen Machtstreben genutzt. Oder im Fall der Psychologen und Pädagogen zu fruchtlosen Korrekturversuchen. Meine Frage lautet, haben Sie den Mut, diese Verhaltenswissenschaft zu bejahen und zum Wohl der Menschen einzusetzen? Und Sie antworten, dass Sie sie im Ozean versenken würden. Ich würde versuchen, sie den Politikern und Werbefürsten aus den Händen zu nehmen. Und den Psychologen und den Pädagogen? Nein, nein, Mr. Castle, so geht es nicht. Tatsache ist, dass wir das menschliche Verhalten nicht nur lenken können, sondern lenken müssen. Aber wer soll das machen? Und was ist zu tun?